OÖO. Oberösterreichs Originale. Der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger. Goldene Totenköpfe, riesige bunte Nashörner und viel Bling-Bling. Hollywood-Superstars fahren total auf eine Künstlerin aus Steyr ab. Und zwar auf Werke von Simone Gutscher-Sikora. 56 Jahre alt, geboren im Spreewald bei Berlin in Deutschland, aber sie lebt schon viele Jahre in Steyr. Und Simone, ein Mega-Promi, steht offenbar total auf ein Werk von dir. Der Arnie. Der Herr Schwarzenegger ist das. Na, der hat einen Totenkopf. Der ist ja totaler Totenkopf-Fan. Und da dieser Totenkopf ja der etwas andere Zigarrenhalter ist, passt es natürlich zu ihm, weil er als Zigarrenliebhaber und dann auch Totenkopf-Fan freut mich natürlich mächtig, dass er den hat. Und er präsentiert den quasi ständig auf sozialen Medien im Internet. Ja, ich finde das total witzig, weil so ein Kunstwerk könnte man ja sonst wo hinstellen, aber jedes Mal, wenn man irgendein Bild, ein Foto von ihm sieht, ob das die Presse war, die direkt bei ihm gefilmt hat oder Fotografen oder er selber was draufstellt, jedes Mal steht dieser Kopf neben ihm rechts an der Schulter. Und ich muss ehrlich sagen, als Künstler, da freue ich mich sehr darüber. Also das finde ich schon eine tolle Sache, dass er den anscheinend so liebt und ehrt, dass er immer mit am Foto ist. Freut mich. Wie schaut dieser Totenkopf aus? Na, das ist so, glaube ich, so, ich schätze mal 30, 40 Zentimeter Größe. Bemalung von mir drauf, glatt vergoldet. Zigtausend Bling-Bling, Steinchen, Swarovski. Also bunt, aber meine Malerei sozusagen an einer Skulptur eines Totenkopfes und ich mag das immer ganz gern, Kunst zum Benutzen. Und in dem Falle kannst du ihn wirklich als Zigarrenhalter benutzen. Passt ja perfekt. Ja, es passt wirklich richtig gut. Ja, habe ich eine Freude damit. Überhaupt fährst du ja total auf Totenköpfe ab. Woher kommt das? Ich kann das gar nicht sagen. Weiß ich nicht. Man sieht einige Sachen und sagt, das geht mir rein, das finde ich gut. Oder man mag das gar nicht. Und Totenkopf hat für mich jetzt nicht unbedingt was mit Tod und mit Schwarz und mit traurig zu tun, sondern ja, das ist so eine fancy Geschichte. Ich meine, wir haben es in der Mode an sich Stellen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es mir nichts bedeutet oder Mittel. Nein, ich stehe richtig drauf. Ich mag Totenkopfschmuck, ich mag die Gürtel. Ich habe selber eine Kollektion mit Gürteln gemacht und die Teppichkollektion, gerade frisch eingeflogen aus Tibet, sind jetzt da mit dem Totenkopf. Na, ich mag die eigentlich sehr, also hat für mich nichts Gruseliges, nichts Grauenvolles. Wir haben da auch einen am Tisch stehen. Ja, da steht auch da, der hört uns zu. Wie du siehst, überall vertreten. Wir sitzen ja gerade in deinem wunderschönen Esszimmer. Am Tisch vor uns steht ein goldener Totenkopf, so ähnlich wie auch Arne ihn hat. Zwei Stehlampen sind da vorne in Form von menschlichen Körpern ohne Kopf, in Schwarz und Gold, sehr sinnlich das Ganze. Am Vorplatz vorm Haus draußen steht ein bunt bemaltes, überlebensgroßes Nashorn und da im Wohnzimmer ist eine lebensgroße Pferdeskulptur. Pferdeskulpturen haben es dir überhaupt sehr angetan. Wie ist denn das Ganze entstanden? Na, ganz witzig, weil ich hatte mit Pferd überhaupt nichts zu tun. Das war also wirklich ganz, ganz weit weg und habe mich aber irgendwann durch Freundin und so in die Pferderichtung rein manövrieren lassen. Komme zum Hellmeier, weil der diese wunderschönen Friesenpferde hat und ich gedacht habe, das gibt's jetzt gar nicht, ich darf die jetzt live sehen. Komme zu ihm hin, wie gesagt, alles mit einer Pferdephobie, also ich hätte mich auf 20 Meter nicht an ein Pferd rangewagt und sehe dieses schwarze Pferd auf mich zukommen. Der Hellmeier steht neben mir und sagt, wer bist denn du eigentlich? Ich sage, na, ich bin die Gucci. Ich sage, und dieses Pferd, dieser Friese, wer ist denn das? Und dann sagt er, das ist der Job. Jetzt fing natürlich dieses Lachen und dieses, boah, das gibt's ja gar nicht, Gucci und Job. Also die haben sich da wirklich auf die Oberschenkel geklopft. Und der Hellmeier sagt, also eines sage ich dir, wenn du jetzt mit diesem Pferd bei uns bist und du wirst irgendwann trainiert und wir machen mit dir ein Showprogramm, dann werde ich dich jetzt ansagen, meine Damen und Herren, Sie sehen jetzt die Gucci am Job mit einer Traversace am Lagerfeld, aber bitte nicht so Chanel. Und so fing das Thema Pferd an. Ich schwöre, ich habe drei, vier Jahre habe ich beim Hellmeier die Ausbildung gehabt oder sagen wir mal versucht, reiten zu lernen. Immer mit der Brechschüssel im Auto, weil ich war so aufgeregt, ich habe es nicht aushalten können. Also schrecklich. Ich wollte aber diese Angstbarrikaden überwinden. Und wenn man das schafft, vor der größten Angst, was man so im Leben hat, drüber zu kommen und ich jetzt mit meinem Pferd eine Einheit bin, ist es sowas Großartiges und jetzt weiß ich auch, warum ich das alles machen sollte. Dieses Pferd, mein Juppi, hat mir so viele Türen geöffnet, dass ich plötzlich in der Malerei komplett umgezwitscht bin und habe angefangen, Pferde zu malen. Ich habe angefangen, Pferdeskulpturen zu bearbeiten und zu bemalen und dieses Pferd hat mir dadurch, dass ich jetzt eben angefangen habe, in der Pferdemalerei zu stecken,
nicht nur die Türen für die Malerei geöffnet, sondern ohne mein Pferd wäre ich jetzt zum Beispiel gar nicht in den Hotels gelandet. Also das ist ein Türenöffner für mich gewesen, unglaublich. Ich sehe das so als Dankbarkeit. Man hat sich gewagt, über so eine riesen Hürde zu gehen und mit einer wirklich großen Phobie an so ein Tier ranzugehen. Und ich sage dann auch noch, also ich bin wirklich eine halbe Stunde um diesen Stall herum, bin wieder zurück, strecke dem Helmer die Hand aus und dann sagt er, was willst du, hast doch schon Tschüss gesagt. Und ich so mit zitternder Stimme und mit wackelnden Beinen, nee, das ist jetzt der Kaufvertrag. Und er sagt nur, Sabina, wir haben hier eine Verrückte, jetzt wird's lustig. Und wir haben wirklich nur unglaublich verrückte und schöne Sachen erlebt. Also wie, ja, als wenn du wirklich ganz neu in ein neues Leben reinschießt, weil Pferd und Angst, und dann entschließt du dich aber dazu, nein, ich mache das jetzt. Und dadurch sind wirklich ganz, ganz viele neue Dinge und ja, neue Türen entstanden, die geöffnet wurden. Und das weiß ich, wenn der Jopi nicht da gewesen wäre, dann wäre das alles nicht passiert. Und jetzt fahre ich nur noch in den Stall mit einem riesen Lachen, wenn wieder irgendwas Tolles passiert ist, und sage, Jopi, du musst überhaupt nichts tun. Genieße und lieb haben und mit ihm schön arbeiten können. Also ich bin dem sowas von dankbar. Und da sind wir so ein zusammengespieltes Team. Weißt du, und wenn du in den Stall kommst und von Weitem wiehert dich dein Pferd schon an, zieht es dir jede Falte aus dem Gesicht zurück, wenn du dann eh eine hättest. Ja, das war die Geschichte, warum überhaupt die Pferdemalerei und das auch mit den Skulpturen entstanden ist. Das war damals meine Angstbewältigungsgeschichte. Wahnsinn, den Jopi gibt's noch. Den gibt's noch, ja, ja. Der steht leider nicht mehr bei Wolfgang und Sabina, weil der Weg ist einfach zu weit. Also zum Hobby zu fahren und eine Stunde, das geht nicht. Jetzt steht er bei mir ganz nah, also ich kann mit dem Fahrrad hinfahren. Und manchmal, wenn ich nichts mit ihm machen möchte, sondern einfach nur sehen und streicheln und deine Energien bei ihm lassen oder uns, weißt du, einfach gut auftanken, dann fahre ich mit dem Fahrrad dorthin, trinke, nehme ihn einen Kaffee, mache ihm die Zöpfe, sag Danke zu ihm und fahre wieder. Dein Pferd Job hat dir also überhaupt erst auf die Arbeit mit den Tierskulpturen gebracht. Wie schauen denn diese Skulpturen genau aus? Ja, die Tierfiguren, das sind Figuren, die auch mit meiner Malerei zu tun hatten. Und irgendwann habe ich die ersten Friesenmodelle, also wirklich in mehr als lebensgroß, sehen können und dann auch kaufen können und habe diese Rohlinge als meine Leinwand benutzt. Das heißt, du hast in diesem Fall nicht einfach nur das Bild auf einer Leinwand zu sehen, sondern die ganzen Bilder, die da drauf sind, sind eben auf dieser 3D-Figur mega Friese zu sehen. Und so hat sich das Ganze eingeschossen, dass ich, wenn ich irgendwelche verrückten Modelle, so Rohlinge gesehen habe, also die mache ich nicht selber, ich bin ja kein Bildhauer, danke. Habe ich gedacht, ich muss die kaufen, ich muss daraus ein Gemälde machen. Und als ich dann dieses lebensgroße Nashorn gesehen habe, habe ich gedacht, das geht gar nicht anders. Ich liebe Nashörner, ich finde die so spannende Tiere. Habe ich gedacht, muss ich mir nehmen. Habe ich diesen Rohling gekauft und der wird dann als richtiges Gemälde verarbeitet. Dauert natürlich unendlich lang, aber wenn die nachher in Farbe und in dieser Pracht dastehen, also das macht schon was, das ist schon was Tolles. Und dann habe ich mir eingefallen, wieder mal Kunst zum Benutzen. Da habe ich mir das Nashorn, das ist wirklich eine Einzelanfertigung gewesen, so umbauen lassen, dass du auf der einen Seite das Nashorn als normales Tier hast und auf der anderen Seite eine Sitzbank drin. Das heißt, du sitzt dann eigentlich in diesem Tier drin, in diesem Kunstwerk. Kam natürlich super an. Hat mich gefreut. Das heißt, die Skulpturen selber machst du nicht, die Nein. kaufst du ja, und du bemalst sie dann? Die benutze ich als reine Leinwand. Mhm. Das heißt, genau. Du liegst dann da unter diesem Nashorn und malst dann unten am Bauch auf? Stundenlang. Ich sitze auch manchmal drauf, weil ich oben Steine picken muss. Und das macht sich dann besser, wenn ich dann einfach da oben an dem Ding liege. Er gibt manchmal lustige Fotos, wenn die Leute bei mir vorbeimarschieren. Weißt du, wenn Spaziergänger vorbeikommen und du liegst da oben am Nashorn. Oder ich liege unter dem und fräse herum. Also sind schon manchmal lustige Sachen entstanden. Wie würdest du allgemein deine Kunst beschreiben? Sicherlich laut. Also wenn ich jetzt ein Wort sagen müsste, eher laut. Bestimmt auch leidenschaftlich, weil wenn ich eine Idee im Kopf habe, dann explodiert die und dann muss das sofort gemacht werden, ob ich da gerade mit dem Abendkleid aus dem guten Essen komme oder sonst was. Also bei mir hat schon jedes Stück Farbe dran, weil ich das manchmal nicht schaffe, mich umzuziehen. Und deswegen, da ist wirklich sehr viel Energie und sehr viel Leidenschaft, laute Farben, vielleicht außergewöhnliche Designs. Ich meine, jetzt zum Beispiel die zwei Figuren, die du da hinten gesehen hast,
freue ich mich wahnsinnig. Die kommen nämlich jetzt nach Mailand. Weil unter anderem, das darf ich so sagen, laut meinem Chef, dem Herrn Juste von Amedia, bin ich die Chefdesignerin der Hotels Amedia, der Amedia-Gruppe. Hat sich so ganz, ganz soft ergeben. Und jetzt sind wir nicht nur in Österreich unterwegs, sondern ich darf auch Hand anlegen an den Hotels in Deutschland, wie Speyer, Leipzig, Dachau und so weiter. Und jetzt was ganz Schönes, freue ich mich über die Mailand-Geschichte. Jetzt wird im Frühling das Hotel in Mailand entstehen. Und die, wie gesagt, diese zwei Figuren dort hinten, die natürlich in Richtung Mode assoziieren und das Wappenzeichen von, also die Wappentiere von Mailand, Schlange und Adler, sind in diesen beiden Figuren vertreten. Und diesmal wollten wir nicht nur diese Skulpturen, die Figuren an sich, Schlange oder Adler, ins Hotel stellen, was wir sonst gern in anderen Hotels machen, wie in Linz zum Beispiel. Da steht der große Affe, der goldene. In diesem Fall in diesen großen, mystischen, magischen Figuren verpackt. Und hinter mir, was du schon gesehen hast, sind die Lampen dazu, diese Stehlampen. Das ist ein ganz neues Repertoire, also ganz neu gemacht. Und die werden dann passend zu diesen beiden Skulpturen dazukommen. Also in Mailand jetzt mal zu markieren, das freut mich schon sehr. Du bist also Chefdesignerin der Amedia Hotels, aber du hast da schon weltweit ausgestellt. Alles kann ich gar nicht mehr aufzählen, da habe ich schon so viel vergessen, aber ich weiß noch, das ist die Art New York gewesen. Die Art Monaco, das ist noch gar nicht so lange her, in dem Zirkuszelt unter der Schirmherrschaft von Prinz Albert. Die Art Marbella, Shanghai, die Ziege war das. Es war auch mal im Lentos in Linz, Holland, Goethe-Institut Libanon, Shanghai. Das sind schon so mit die größten. Und du hast jetzt ein neues Projekt, hast du mir erzählt. Deine Bilder gibt es nicht nur zum Ansehen, sondern auch zum Anhören. Deine Kunstwerke werden quasi zur Musikanlage. Auch eine ganz tolle Sache. Die Eckdaten sind eigentlich nur so, dass du jedes Motiv von mir benutzen kannst. Es ist eine Flüssigglas-Ummantlung oder Oberfläche, nennen wir es mal Flüssigglas-Oberfläche. Ich arbeite mit der Firma Calais zusammen. Mein Kooperationspartner, der das Ganze in dem Sinne auch erfunden hat, und bin sehr stolz, dass er mich als bis jetzt noch einzigste Künstlerin im Boot hat, mit der er zusammenarbeitet. Also er hat natürlich auch seine Motive, aber ich als Künstler darf das benutzen. Und das heißt, du hast jetzt ein Bild von mir an der Wand hängen, was nicht nur zum Sehen ist und nicht auch nur zum Hören, sondern du kannst wirklich berühren und du berührst und spürst die Vibrationen. Hat einen sensationellen Klang, also das ist nicht einfach nur eine hohle Box oder sonst was. Das Schärfste ist natürlich, dass mein Bild keine Boxen eingebaut hat, es gibt keine Boxen da hinten, sondern das Bild ist der Tonträger, das Bild ist, nennen wir es mal die Box an sich, aber es ist wie man sonst im Fernseher sonst wo hat, die Boxen eingebaut. Also einfach nur mein Bild als Tonträger. Mhm. Und das ist wieder das, was ich so gern habe, Kunst zum Benutzen. Hast dein Bild über dem Sofa, weißt du, brauchst dir links und rechts keine Boxen aufstellen, nimmst dein Handy, verbindest dich mit Bluetooth und hörst Radio oder deine Playlist oder das, was du gern auf sämtlichen Kanälen hören möchtest. Mir ist es sogar passiert, ich habe damit telefoniert, wusste selber noch nicht, wie es geht, aber es hat auch funktioniert. Na, das ist wirklich was ganz Spannendes und darüber freue ich mich sehr, weil ich dann wieder mich weiter hinauslehnen kann als nur dieses normale Malen auf der Leinwand. Und an diesen Soundbildern hat schon der nächste Hollywood-Star Interesse angemeldet. Hast du mir vorab erzählt, das ist noch ziemlich geheim, aber ein bisschen was kannst du uns schon verraten, oder? Ja, was ich erfahren habe, dass es in einem, ich nenne auch wieder, das, ich sage nur dazu, in einem Urlaubsland ein großes Projekt gebaut wird, eine große Hotelgeschichte, wo ein sehr, sehr, sehr bekannter, uns allen bekannter, sehr prominenter Schauspieler von mir ein Bild, ein Motiv ausgewählt hat, was dann auch wieder in diese Richtung Soundbilder bearbeitet wird. Aber bevor das Ganze noch nicht unter Dach und Fach ist, möchte ich hier mit Namen noch nicht mich schmücken. Das steht noch in den Sternen, das bestätigt ist schon alles, aber erst wenn es unter Dach und Fach ist, sehen wir uns dann wieder. Aber du hast ja das Glänzen in den Augen. Ja, ja, ja. Das sind wohl die Hollywood-Sterne. Oberösterreichs Originale.